Und es geht weiter. Da, wo wir aufgehört haben, vor dem Kerl hier. Ein wahrer Krieger. Fast schon schade, dass ich dies zerstören muss. Daraus. Sieht ziemlich edel aus. Aber wir haben angekündigt, Daraus mit unserem Lufia schwer zu zerstören. Also machen wir das einfach mal, würde ich sagen. Atea, bitte mal Anabolis auf den da. Vulkan. Das zieht nicht sonderlich... Oh, okay, das ist diese Attacke, die wieder auf alle geht. Stimmt! Vergessen. Endzeit zieht auf jeden Fall ordentlich was ab. Und das zieht jetzt auch was ab. Oh Gott, ich muss dieses Lied die ganze Zeit mitsingen, weil das so geil ist. Oh, ich bin echt gespannt. Also ich glaube, dieses Let's Play werde ich relativ schnell durchhaben. Weil es lässt mir jetzt schon keine Ruhe mehr. Ich wollte eigentlich nur einen einzigen Part heute machen. Aber ich habe schon keine Ruhe mehr. Ich will wissen, wie es weitergeht. So. Flut. Naja, wenigstens ist es eher ein bisschen kreativer, was die Sachen Attacken angeht. Nicht wie seine Vorgänger. Und einmal Endzeit, bitte. Ich würde euch gerne mehr über das Spiel erklären oder erzählen, aber wie gesagt, ich weiß echt null. Ich habe keinen Plan. Und das noch weniger als sonst. Was war das jetzt? Egal. So. Ja. Und tschüss. Ja, ich glaube, das hätte noch in den vorigen Part gepasst. Aber man weiß es nicht genau. Und wir kriegen sogar noch ein Level up. Hm? Daraus, dies ist das Ende. Wahrlich, dies soll das Ende der Welt sein. Und wir werden umkreist. Die Höllenfürsten, sie konzentrieren ihre Kräfte in einem Punkt. Wir werden sterben. Nur wir? Bei dieser Kraft wird die ganze Welt untergehen. Was? Daraus, es reicht. Atea, Gai, Selan, leiht mir eure Kräfte und wir werden sie besiegen. Zu gefährlich. Wir haben keine Zeit mehr. Tut es! Oh, wie geil. Oh mein Gott, das ist so geil. Hahaha, ihr Narren. Mit diesen mickrigen Mitteln könnt ihr uns doch nichts anhaben. Gebt alles. Selan kann nicht mehr, Maxim. Mir geht's gut. Konzentriert euch. Ah, ihr dreckigen... Jetzt! Boah, wie genial. Geschafft. Geil, alles okay? Na klar, alles im grünen Bereich. Atea, bin okay. Selan, wir haben es geschafft. Selan, alles okay? Es herrscht wieder Frieden auf der Welt. Ja, lass uns gehen. Nein, ich kann nicht. Was ist los, Selan? Ich wurde getroffen. Kann kaum sprechen. Nein, Selan! Ich wünschte, ich könnte es noch einmal unser Haus sehen. Und mein Kind in den Arm. Boah, die Story. Allein die Story fesselt mich schon. Die Festung geht unter, Atea. Unter, Atea, der Warpzauber. Die zwei sind zu weit von uns entfernt. Und jetzt? Atea, Gai, rettet wenigstens euch selbst. Maxim, wir haben gesiegt. Nur das zählt. Aber ich kann sie hier nicht zurücklassen. Gehen wir. Also wirklich, Gai. Maxim hat recht. Es ist die einzige Chance. Atea. Maxim, die Welt wird davon erfahren. Leb wohl, mein Freund. Warp. Selan, es ist Friede. Könnten wir doch daran teilhaben. Ich liebe dich. Ich werde dich immer lieben. So endete die Schlacht. Die Insel versank in den Tiefen des Meeres. Mit ihr verschwanden auch die Höllenfürsten. Es entstand die Legende der Schlacht auf der Todesinsel. Ja. 90 Jahre sind seitdem vergangen. Mit dem Frieden kam auch der Wohlstand.
Angst und Leid gerieten in Vergessenheit. Ebenso wie die Schlacht auf der Todesinsel. Lange erinnerte sich niemand an die bösen Höllenfürsten. Möglicherweise etwas zu lange. Und das Szenario wechselt in eine ganz idyllische Landschaft mit einem alten Mann, graue Haare. Ein schöner Tag. Ja, was ist das? Hallo Roman, Saffe, du kommst mich besuchen? Yay! Wie du wieder aussiehst. Warst du auf Erkundungstour, nicht? Ich war bei den Höhlen. Ich würde mein Glück nicht so herausfordern. Da sind immer so viele Monster, weißt du? Schon okay, ich habe keine Angst vor Monstern. Ja? Achso, nein, ich kann mich noch nicht bewegen. Okay. Hallo Kleines, bist du alleine hier? Hey, wie heißt du denn? Ja. Ist alles okay mit dir? Mein Name ist Saffe. Und deiner? Lufia. Ich heiße Lufia. Ein schöner Name. Hey Lufia, wo sind deine Eltern? Woher kommst du? Spielen wir. Wie? Lass uns spielen gehen. Okay. Was machen wir? Ich verstecke mich und du suchst mich. Okay, ich zähle es drei. Eins, zwei. Ups. Nichts wie weg. Drei. Okay, ich komme. Ich frage mich, wer dieses Mädchen ist. 9 Jahre später. Er sucht sie wahrscheinlich immer noch beim Verstecken spielen. Zeit zum Trainieren. Es kommt sowieso niemand. Ein weiterer freier Tag. Ich habe eine Idee, Jack. Ich habe eine Idee. Jack wollte Yuria wieder durch das Schloss jagen. Das müssen wir sehen. Auf geht's. Stopp, ich will mit. Nimm mich mit. Na toll. Mhm. Hey Saffe, lass sie doch. Sie machen doch nur etwas Spaß. Es ist doch okay. Und wenn die Monster plötzlich wieder angreifen? Monster? Hier gibt es doch seit 100 Jahren keine Monster mehr. Lufia. Saffe, solltest du nicht beim Training sein? Ich war ja schon da, aber dann ist mir eingefallen, dass du gar keine Lust darauf hast, nicht wahr? Nein, ich kam als Einziger, deshalb ist es ausgefallen. Oh, okay. Und, Lufia, was machst du so? Ich habe einige Prifeas gefunden. Komm mit, Saffe. Prifeas. Hier. Wo sind sie? Wo denn? Sie sind überall. Schau doch hin. Oh Gott, nein, ich lasse es besser, in einer Frauenstimme zu sprechen. Sie blühen fast nie. Aber wenn, dann sind sie so schön. Du Blumenliebhaber. Ja, weißt du noch, wie ich dir früher Blumenkränze gemacht habe? Ja, Kränze aus tausenden von Blumen. Ja, das waren noch schöne Zeiten damals. Sag, Lufia, was denkst du von unserer heutigen Zeit? Wir haben es gut. Es herrscht Friede und du bist hier. Aber wie lange wird das so bleiben? Es war alles so anders vor 100 Jahren. Schon wieder diese Gedanken? Was, wenn die Höllenfürsten zurückkommen? Wer verteidigt uns dann? Maxim ist tot. Du bist Ritter Alekias, richtig? Du bist Nachkomme von Maxim. Reicht das denn nicht? Ob das reicht, das sehen wir beim nächsten Mal, weil ich möchte hier wieder einen Schnitt machen. Aber der nächste Part wird nicht lange auf sich warten lassen. Ich freue mich darauf und sage bis später.